Hallihallo und guten Morgen. Ich bin gerade ein bisschen zu Fuß unterwegs, nachdem ich gestern so viel gesessen habe. Im Auto will ich heute ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr von Omis noch erkunden und auch ein bisschen drumherum. Und schau mal, was ich da alles Schönes finden kann. Also heute leider keine Burg. Guten Morgen, guten Morgen. Ich bin unterwegs und zwar möchte ich heute auf die Burg und noch ein paar Plätze in Omis entdecken, die ich noch nicht entdeckt habe. Ich glaube, da gibt es noch jede Menge. Heute gehen wir auf die Burg und ja, es fängt schon großartig an, der Weg. Ich bin begeistert. Es geht bergauf, aber wen wundert das, ne? Bei einem Fortress, was tolle Aussichten bieten soll. Hier geht es jetzt weiter. Bisschen versteckt war es. Die eine Dame ist schon vorbeigelaufen. Ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier hinauf müssen. Wundervoll. Hier ist das Schild. Und ja, ab, ab, ab. Da geht's lang. Seht ihr das? Da steht ein Schiff auf der Terrasse. Warum? Und wie bekommt man das wieder runter und wie hat man das raufbekommen? Ich hätte definitiv besser frühstücken sollen. Hier hätten wir jetzt schon voll die schöne Aussicht auf Omis Beach. Das ist echt nett, da gehe ich vielleicht nachher auch nochmal hin. Nochmal eine Runde ins Wasser nach der Tour. Ich hätte vielleicht besser Schwimmsachen gleich mitnehmen sollen. Aber wir laufen dann einfach noch mal extra. Moin. Ich sag mal so, ich hoffe, es gibt irgendeinen anderen Weg runter. Weil, also da werde ich dann auf dem Arsch runterrutschen. Weil das ist nur loses Steinwerk, nur so Geröll. Und, ja, ich habe echt keinen Bock, hier einen Absturz zu machen. Ich schaue dann mal, was es da so gibt. Vielleicht gibt es eine Fahrstraße. Dann laufe ich echt lieber auf der Straße, als dass ich hier einen Abflug mache. Aber die Aussicht ist auch schon hier an meinem kleinen Pauseplatz sehr schön. Ja, hier mal der Weg. Also es ist echt nur so geröllig. Eine Vollkatastrophe. Eine Vollkatastrophe. Aber das hat mir vorher keiner gesagt. Es wurde gesagt, Trittsicherheit, aber nicht so. Ich habe halt auch nur meine Turnschuhe an. Yes, sehr gut vorbereitet mal wieder. Ich stecke die Kamera jetzt auch wieder in den Rucksack, denn ich brauche beide Hände, falls ich mich hinlege oder falls ich mich irgendwo festhalten muss. Brauche ich definitiv beide Hände frei. Jo, weiter geht's. Ja, da geht's hoch, ne? Keine Ahnung, wie weit noch. Ich bin auf jeden Fall schon fertig. Ich sag mal so, ich bin ja schon recht weit gekommen, aber mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr, ich laufe jetzt zurück. Denn es ist noch ein ganz schönes Stück, ich zeig's euch. So, da ganz oben, seht ihr das? Ganz oben auf dem Berg, die Fahne. Die Burg. Ich sag mal so, das ist mir zu weit. Ich möchte heute einen gemütlichen Gammeltag machen. Dann dachte ich, oh, ich guck mal noch zur Burg. Aber eigentlich habe ich jetzt schon geile Aussicht gehabt. Und
Da gehe ich lieber zurück, shoppe ein bisschen Souvenirs, lese mein Buch und mache mir einen gemütlichen Tag. Also heute leider keine Burg. Weil ich keine Lust drauf habe. Fertig ist. Also hier unten bin ich. Da oben ist die Burg. Diese Aussicht habe ich schon. Diese Aussicht habe ich auch schon. Und ich sag mal so, das reicht mir, bevor ich mir jetzt noch den Fuß vertue, weil ich auch wieder keine Wanderschuhe, sondern nur Turnschuhe anhab und auf dem losen Zeug mich doch noch hinlege oder so. Das ist mir zu riskant, schließlich möchte ich morgen weiter Richtung Heimat fahren. Deswegen genieße ich noch ein bisschen die Aussicht, ihr gerne auch und ja, dann geht's zurück. Genug Aussicht, ich gehe wieder runter und vor allen Dingen in den Schatten. Und dann kaufe ich mir als erstes mal was Leckeres zu trinken. Mit Sprudel und mit Geschmack. Yummy, yummy. So, meinen Knien und meinem Fuß zuliebe habe ich mich jetzt auch entschieden, nicht diese gruselige Geröllstrecke zurückzugehen, auch meinen Nerven zuliebe, ehrlich gesagt. Deswegen laufe ich jetzt die Fahrstraße lang, mal sehen, wie lange ich brauche, mal sehen, wann ich ankomme. So, da oben sieht man nochmal die Burg, zu der ich nicht laufe, sondern ich laufe da unten hin. Einen kleinen Umweg, aber wie gesagt, dafür safe auf der Autostraße. Also außer mich fährt einer platt, aber zumindest für meine Füße und meine Knie ist es hier wesentlich safer. Da hat es sich ja schon gelohnt, nicht hochzugehen, sonst hätte ich niemals diese Aussichten hier bekommen. Strand, guckt wie schön. Und es ist sogar Sandstrand. Das ist ja in Kroatien eher unüblich. Aber es ist sogar Sandstrand. Eine Palme. Da oben auf dem Berg seht ihr die Burg. Da wäre ich heute fast hingelaufen. Und schaut euch einfach an, wie klar das Wasser ist. Das ist so der Wahnsinn. Jetzt ärgere ich mich doch fast, dass ich meine Badesachen wieder nicht mitgenommen habe. Ich war nämlich schon kurz auf dem Campingplatz. Und bin jetzt nochmal raus, weil ich schnell zum Supermarkt wollte. Und dann dachte ich, ach, ich laufe doch nochmal zum Strand. Ja, und jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht die Badesachen dabei habe. Aber so ist es. Aber es ist wunderschön. Jetzt gibt es was besonders Leckeres. Yum, yum, yum. Lecker, lecker, lecker. Yum, 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 yum.
So, da habe ich extra die Kamera mitgenommen, um euch zu zeigen, was ich Leckeres esse. Und jetzt kam das Essen so schnell, ich bin völlig baff. Aber mal schauen. Hallihallo, ja, Fred ist abfahrtbereit, ich spül noch schnell und dann geht's los. Ich freue mich, aber ich bin auch echt traurig, denn Omisch hat mir so gut gefallen. Hier wäre ich echt gerne noch ein paar Tage geblieben. Es hat mir auf dem Hinweg schon gefallen, es hat mir jetzt auf dem Rückweg noch mal besser fast gefallen. Und ich werde garantiert zurückkommen. Aber jetzt geht's erstmal weiter Richtung Deutschland. Mal sehen, wo wir heute Abend landen. Yay! Guten Morgen.
bye bye Österreich, hallo Deutschland, da bin ich wieder. Ich habe zwar immer noch einen riesen Weg vor mir, aber jetzt werde ich wahrscheinlich gleich auf die Autobahn wechseln und dann werde ich heute wohl noch zu Hause ankommen.